Ja, guten Morgen, Leute. Ist denn schon Freitag? Nee, leider nicht. Nein, wir haben heute Mittwoch. Mittwoch, den 30. Oktober 2024. Aber ich nehme euch mit. So wie sonst Freitag, sag ich mal. Allerdings werden wir wohl, außer es gibt Gründe, die dafür sprechen, werden wir nicht Alsfeld Ost rausfahren, sondern durchziehen halt. Ja, Ankunft 12.16 Uhr. Bis jetzt muss ich sagen, runter nach Gaggenau lief, jetzt zurück läuft es auch. Okay, ja, heute Nacht war viel, viel Nebel. Boah, was ein Haufen Vögel da drüben. Und jetzt, wie man sehen kann, hängt ja immer noch der Nebel hier. Zum Glück nicht mehr hier auf der Fahrbahn, sondern nur noch ringsherum, beziehungsweise diesig. Also es ist ja nicht so das dollste Wetter, aber was soll's. Ja, zwei Tage Gaggenau und jetzt ist die Frage, was passiert morgen, was passiert Freitag? Erfahre ich das, was morgen passiert, frühestens, wenn ich um 12.16 Uhr reinkomme in die Firma, aber es könnte auch sein, dass sie dann immer noch nichts am Start haben, dass ich später nochmal anrufen muss. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Das heißt, ich werde es sehen. Ihr werdet es wahrscheinlich erst morgen im morgigen Video erfahren, wo uns das Schicksal hin verschlagen hat. Ja. Es ist ja ein bisschen eingeschränkt, na? Weil morgen am Donnerstag ist Feiertag in Thüringen und ja, ich weiß nicht in welchen anderen Bundesländern noch. Auf jeden Fall Bundesländer mit überwiegend protestantischer Bevölkerung. Und am Freitag ist Feiertag im Süden, also Rheinland-Pfalz, Baden-Baden, Baden-Württemberg und so weiter. Da ist am Freitag Feiertag. Da wollen wir mal schauen, was die da noch zusammengestoppelt bekommen. Aber ich glaube, wir haben auch Ausfälle. Ich habe so das Gefühl, als wenn mein polnischer Kollege krank ist, der hat am Sonntag schon mir gegenüber davon gesprochen, dass er es schwer im Hals hat. Und er meinte, wenn es schlimmer wird, dann ja, würde er wohl ausfallen. Und da ich sein Auto nicht, sein PKW nachts nicht sehe, scheint mir das der Fall zu sein. Vielleicht rufe ich ihn mal an und höre mal, wie es ihm geht, was los ist. Ich hoffe nur, er hat mich nicht angesteckt, dass es mich dann auch noch irgendwann erwischt. Möglich ist ja alles. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen verhustet am Wochenende, aber naja, ich habe es einigermaßen im Griff. Ja, es ist wieder ein permanenter Wechsel hier zwischen kein Überholverbot, wie jetzt gerade, und dann doch wieder Überholverbot. Jetzt ist keins, aber ich sehe, da oben ist schon wieder Überholverbot. Schauen hier. Ja, 13 Grad, also geht eigentlich noch. Könnte frischer sein. Ja, gestern war ja, also jeden Tag war ja jetzt was anderes. Ich muss direkt überlegen. Montag, was war der Montag? Ich glaube, Montag war beim. Nee, Montag war. Also gestern war. Ach ja, Montag war ich ja auch beim Arzt wegen der Vorsorgeuntersuchung. Nee, gestern einen Zahnarzttermin gehabt. Ich dachte, wir könnten die Baustelle abschließen. Ja, leider nein. Die Krone, die sie da gemacht haben, die war zu dick.
Das war für mich also nicht akzeptabel und er hätte es selber abschleifen können, aber er sagt, er kriegt dann die Politur nicht so gut wieder hin. Also geht's doch mal, ja, dann habe ich zu ihm gemeint, sein Provisorium wäre besser gewesen als die Krone und da hat er mich gefragt, ob er das weitergeben soll an den Zahntechniker. Das ist mir doch egal, aber Freunde wird er sich damit nicht machen. Ja gut, ich mir in dem Sinne auch nicht, aber ja, so habe ich es nun mal empfunden. Ne? Auch jetzt ist das, was jetzt drin ist, ist ja noch mal ein einfacheres Provisorium. Das vorherige war ja also aus hartem Kunststoff. Das hier ist jetzt ja mehr für nur eine kurze Zeit. Ich habe jetzt Montag noch mal Termin. Lustig war die Arzthelferin oder die zahntechnische Assistentin, die ZTA. Die wollte die Krone abziehen und hat gezogen und gezogen und das Ding ging nicht runter. Und da meinte sie, ah, der Chef, der hat mehr Kraft und so. Und da habe ich nur zu ihm gemeint, weil er da ganz schön gezerrt hat, er soll mir den Zahn nicht mit rauszerren. Da sagt er so zu mir ganz trocken, ja, wäre auch schon passiert. Ja, super. So, wollen wir mal eine kleine Attacke machen. Ja, nächste Woche fünfmal Gaggenau. Ich freue mich drauf, sage ich euch ehrlich, weil ich dann einfach weiß, ungefähr wie die Woche läuft. Sicherlich gibt es da auch nochmal Überraschungen und so, dass es hakt, dass irgendwas ist. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach überschaubarer für mich. Und ich muss ja auch noch schauen und planen. Normalerweise, wir haben ja noch diese OP am Hund vor uns. Eigentlich hat das Antibiotikum schon wieder gut gewirkt, dass das Ding schon wieder ganz klein ist. Nur hat der Tierarzt wohl erst morgen in 2 Wochen einen Termin frei für die OP. Das ist natürlich nicht so schön. Weil ich weiß nicht, ob wir noch so lange warten wollen oder müssen. Naja, wir wollen heute mal bei ihm anrufen und versuchen mal was zu klären. Ja, da hatten wir gestern ausnahmsweise war unser Enkel bei uns zu Hause, weil die Tochter sich da mal bei einer neuen Stelle vorgestellt hat. Denn irgendwo ist dann auf Dauer nicht mehr tragbar mit dem Unternehmen, wo sie jetzt ist, weil das Unternehmen, ja, wie soll man sagen, das ist jetzt zum zweiten Mal insolvent. Ja, und das als Pflegebetrieb. Und jetzt übernimmt wohl die Tochter das, aber die Tochter von der, ja mittlerweile muss man sagen, ehemaligen Inhaberin, die sitzt in der Schweiz. Wie will die das Unternehmen anständig leiten? Das Ganze ist nur noch ein einziges Gemauschel und Getrickse. Ich meine, wenn ich das so mitkriege, ich bin ja selber mal 11 Jahre selbstständig gewesen. Also ich kann euch sagen, in den 11 Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich ganze 2-mal jeweils 1 Woche Urlaub gemacht. Einmal an der Ostsee und einmal 1 Woche in der Eifel. In 11 Jahren. Und die gute Dame dort, also die Chefin unserer Tochter, ja, die hat letztes Jahr, obwohl da das Unternehmen sich eigentlich immer noch in einem Insolvenzverfahren befand, mal schön Kreuzfahrt mit allen Familienmitgliedern gemacht. Da fasse ich mich doch an die Stirn. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, du kannst, bringst das Unternehmen. Ja gut, das Unternehmen macht ja, das ist eben der Unterschied. Bei mir war es so, durch eine Baustelle, die vor der Tür war, gingen ja die Umsätze zurück. So, und dann kannst du ruhig wenig
auch wenig entnehmen für den Privat, also an Privatentnahme machen. Und trotzdem belastet es natürlich, weil halt nichts reinkommt. Dort ist es aber anders. Die haben ausreichend Patienten, es läuft auch einiges. Und die Frau behauptet, sie hätte sich immer nur ganz wenig als Privatentnahme entnommen. Ich bezweifle das, weil wie will das Unternehmen sonst in Schieflage geraten? Die haben Autos, ich meine, das ist ja mobiler Pflegedienst. Das Auto ist also dort sehr wichtig. Es ist wie bei mir ein notwendiges Werkzeug und das muss vernünftig sein. Ja, die haben die allerletzten Schrottkisten, wirklich die allerletzten Schrottkisten. Alle anderen Leasingunternehmen arbeiten irgendwie, nicht Leasing, Pflegedienste arbeiten in der Regel mit Leasingfahrzeugen, ja, die dann immer wieder ausgetauscht werden, sodass sie einfach kein Theater haben. Die haben da irgendwie olle gebrauchte Kisten. Also ich sag mal so, da ist mein oller grüner Zweitwagen, der ist noch besser wie das, was die da bewegen, weil technische Mängel und dann hieß es mal, dass der Mann von der Inhaberin sich um die Autos kümmert, aber davon ist auch nicht viel zu spüren. Ich meine, wir haben unserer Tochter schon ein paar Mal gesagt, sie soll mal mit anderen Unternehmen im Umfeld sprechen, weil es ja auf Dauer nicht weitergehen kann. Und das hat sie halt gestern getan. Da war er dann bei uns und wir sind wieder schön durch die Felder gelaufen. Und ich kann nur staunen, also gestern, ich meine, man muss immer bedenken, der ist ja in Anführungsstrichen erst 7 Jahre alt, aber es ist schon, ich meine, man vergisst das und man redet mit ihm oder sagt zu ihm Sachen wie zum Beispiel, ja, geh da nicht mit dem Benny ins Feld, das animiert die Ruby auch dahin zu rennen. Ja, er weiß natürlich nicht, was animiert bedeutet, fragt aber dann immer nach, sobald er eine Bedeutung nicht weiß. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit, ihm das gut zu erklären. Und ich glaube, dass der in einiger Zeit einen wesentlich größeren Wortschatz haben wird als so Gleichaltrige. Außer diese würden auch entsprechend, ja, wie soll ich sagen, gefördert, geschult. So, jetzt wollen wir mal hier schauen. Gestern ist hier so ein Ding passiert. Da bin ich auch wie ungefähr ähnliche Situation wie hier. Und zwar, ich glaube, hier bin ich vorbeigefahren, Bad Nauheim. Und ja, mach du das ruhig. Ich meine, das wäre ja hier, entweder war das hier oder davor, dass also da Polizei stand. Und zwei Fahrzeuge, einmal ein Bus, einmal ein Kombi. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie so ein bisschen lauern. Ich glaube, das war... Hier haben die gestanden und naja, aber gut, lass sie doch stehen. Ich wollte dann rausziehen und überholen und da vorne kommt da mal eine Stelle, da ist Überholverbot wegen Brückenschäden. Genau, hier haben die gestanden und ehe man sich versaß, ist einer los und kommt von hinten und ich schnell hier, genau, hier vorne kommt... jetzt ist sowieso Überholverbot auf Schilderbrücke, aber es geht um dieses Schild hier, Überholverbot wegen Brückenschäden auf 300 Meter. Und wie gesagt, ich wollte gerade raus und dann zack, bin ich wieder zurück. Der Polizeiwagen an mir vorbei, vor mir waren 7,5 Tonner, die fahren weiter vor und ja, haben den an der nächsten Ausfahrt rausgezogen. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass er telefoniert hat. Weil ich wüsste nicht, war ein deutsches Kennzeichen und sah so weit okay aus, der Wagen. Also nicht irgendwie ein offensichtlicher Schrotthaufen oder sonst was. Nein, nein. Also es war eigentlich ganz okay. Und
Da habe ich so, muss ich wieder an das denken, was ich gestern erzählt habe, halt mit dieser BAG-Kontrolle. Na. Nee, das sah mir ganz danach aus, als wenn das der Grund gewesen wäre. Und wenn sie ihn dann einmal haben, dann kann das natürlich sein, dass sie noch mehr kontrollieren und noch mehr finden. Ja, wie das. Es ist ja so, ich hoffe ja jetzt darauf, dass es dann mal ab nächste Woche, dann bis Mitte Dezember, bis die also ihre Weihnachtsschließung machen. Was aber auch noch ein Gerücht ist, aber ich denke mal schon, dass sie es wieder tun werden. Weil die ja auch auf der Sparbremse sind. Und ja, das wird noch interessant werden mit der ganzen Autoindustrie. Das trifft natürlich in Anführungsstrichen unsere Branche, also die Speditionen, auch ultra hart. Denn ich sage euch, ich habe keine Ahnung, wie viel feste Touren an einem Werk dran hängen, aber das sind nicht wenige. Und die fallen dann alle weg, wenn die Werke geschlossen werden. Dann die ganzen Zulieferer, das zieht, also wenn so ein Autowerk schließt, das zieht einen dermaßenen Rattenschwanz nach sich. Da werden, ja, was weiß ich das, selbst der Bäcker um die Ecke ist ja noch betroffen. Ne? Oder ich kann mich erinnern, damals in Bochum, als das Opel-Werk zugemacht haben, da waren so Imbisse gegenüber und andere Verkaufsstellen für so Zeugs für die Pause halt. Denen ging es allen schlechter durch und das wird ganz, ganz hart. Es ist natürlich krass, da wird jetzt überlegt, vom Staat aus, was können wir tun und so. Ne? Das erinnert mich natürlich immer ein bisschen an meine eigene Situation. Ne? Aber als kleiner Selbstständiger, naja, da kannst du zusehen, wie du klarkommst. Ne? Wenn du natürlich so eine riesen Bude hast mit Tausenden von Mitarbeitern, ja, da geht dann auch der Politik die Flatter und dann überlegen sie krampfhaft, was sie machen können, wie sie den Laden da retten können, stützen können. Ich finde, es ist teilweise nicht in Ordnung. Denn was war denn in den letzten Jahren? Die haben satt verdient, wirklich. Die haben sehr, sehr gut verdient. Und ja, was haben sie mit dem Geld gemacht? Ich will nicht sagen ausgegeben, nein, verteilt. Irgendwelche höherrangigen Manager haben Wahnsinnsgehälter kassiert, aber auch die Arbeiter haben ja ordentlich kassiert. Denn viele von euch werden es wissen, bei diesen Firmen, egal ob VW, Mercedes, Audi und so weiter oder auch Porsche, da gibt es ja das sogenannte zweite Weihnachtsgeld, ja, wo man sich nur an die Rübe fassen kann. Die haben zu Ostern oft so Ausschüttungen bekommen von mehreren tausend Euro, ja, was es in keiner anderen Branche gibt. Man muss sich das mal vorstellen. Ich sag mal VW oder auch Mercedes, 5.000 Euro. Und das jetzt natürlich nicht unbedingt für die Leiharbeiter, aber pro festen Mitarbeiter. Was das für Summen sind. Anstatt, sagen wir mal, diese Summen mal zu halten, um dann jetzt in einer Dürrezeit trotzdem noch flüssig zu sein, nicht sofort gezwungen zu sein, die Werke zu schließen, sondern das Geld und den Atem zu haben, um zu strukturieren. Das kommt denen nicht in den Sinn. Nö. Nö, nö. Und das wird noch ganz bös werden. Denn mein früherer Staplerfahrer, der hat schon immer gesagt, ah, als die
Ja, als sie auch anfingen, da in der Abteilung, wo ich immer die Ware weghole, so ein bisschen rumzukürzen und so, da meinte er, ja, die haben die Leute hier in dieser Abteilung geholt, also das ist so, die haben diese Abteilung aufgemacht und haben dann werksintern gefragt, wer hat Interesse, da eben auf der anderen Seite der Straße eben da zu arbeiten. Und da haben die natürlich gelockt mit ja, Extraschichten, Feiertag, Samstag, Sonntags. Und die natürlich auch mit extrem hohen Zuschlägen bepflastert sind. Damit haben sie Leute dahin gelockt. Und die Leute haben dann das gemacht, wo ich schon immer sage, das kannst du nicht bringen. Die haben sich dann teilweise, nicht jeder, aber ein Teil davon privat sehr aus dem Fenster gelehnt. Ne? Wohnungen gekauft, Häuser gekauft, Autos gekauft. Haben also relativ hohe Kredite am Laufen, die sie nur sauber bedienen können, wenn es läuft. Na, also da wird so mancher auch privat ins Trudeln kommen, vor allen Dingen, wenn die sich so brutal umgucken. Erstmal ist es so, wenn einer 10 Jahre da am Band geschafft hat, ja, oder an der Maschine oder so. Der kann ja, und die haben alle einen Beruf gelernt, weil zumindest hier beim Daimler weiß ich, die nehmen keine, die keinen Beruf erlernt haben, weil daran, dass die Leute mal eine Lehre gemacht haben, erkennt der Arbeitgeber, Mensch, die können durchhalten, die können auch mal was durchziehen und so weiter. Ja. Das, wer da hinkommt und sagt, und hat schon 2 Lehren geschmissen, der unterstreicht doch nur ja, wie soll ich sagen, seine Wankelmütigkeit oder dass er eben nichts durchziehen kann. Nein, auf jeden Fall haben die einen Beruf gelernt, aber da können die ja gar nicht mal so eben wieder zurück. Die würden da gar nicht mehr klarkommen. Dieser ganze Arbeitsrhythmus ist ja total anders. Die werden sich wirklich umgucken. Ich meine, viele werden reden, ja, wir brauchen Leute im Dienstleistungssektor oder so. Ja, aber als wenn die mal eben im Dienstleistungssektor schaffen könnten. Na, theoretisch ja, aber praktisch weiß ich nicht. Was ist denn hier los? Ey, der fährt ja überhaupt nicht. Es fährt nicht. Ach, mach doch nicht so einen Quatsch. Da kommt sowieso wieder raus, garantiere ich euch. Da. Und? Ach hier, was haben wir denn hier? Kollege. Oh, das ist der Gelbe. Oder? Nee, nee, ist nicht der Gelbe, ist ein Roter. Das hat getäuscht. Ach, ich weiß, wer das ist. Oh, no way. Das heißt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss mal gucken. Ach, das war. Er ist ein netter Kollege. Netter Kollege, der aber immer mit dem halben Auto rechts fährt. Und da habe ich ihn schon mal drauf angesprochen. Da sagt er, ja, er macht das halt immer und bla bla. Und deswegen haben sie ihn sogar schon mal rausgezogen und drauf angehauen. Ne? Ich meine, wenn man ihn so sieht, da denkt man, oh. Aber wenn man ihn dann kennenlernt, er ist wirklich ein Funskerl, ist absolut in Ordnung. Aber der pflegt den ganz ruhigen Stil. Ich weiß nicht, ob er seinen Spannmann, der. Ja, das haben sie mit Absicht gemacht. Sein Spannmann ist. Ja, nicht. Also eigentlich derjenige, welcher, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Überhaupt nicht. Und da bin ich nicht alleine. Und deswegen. Er ist einer, er kommt mit allen klar. Weil er. Ja. Er kommt wirklich mit allen zurecht. Er ist so gutmütig. Und deswegen haben sie auch die Paarung gemacht auf dem Auto. Jo, jo. Ja, das wird noch ganz böse werden.
Ich meine, wir haben ja einen Haufen offener Stellen, aber das sind nicht unbedingt die Stellen, die. Ja, das ist auch bei unserer Tochter so. Ich meine, die da, wenn sie jetzt bei der neuen Firma, mit denen sie gesprochen hat, wo es aber jetzt ganz aktuell noch nicht zu einem Wechsel kommen wird, da hat sie gefragt, die haben gefragt, was sie sich vorstellt, und die haben, muss man sich vorstellen, die haben als Tariflohn 23,50 in der Stunde, ja. Ey, davon träume ich, wirklich. Da ist, das würde sie auch da bekommen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon Pflegekräfte gibt, die Vorstellung haben, die über dem Tarif liegen. Kann gut sein, ne? Weiß man's. Aber wir haben ja auch gesagt, es kann auch sein, dass sie mal nicht wegen dem Stundenlohn, sondern weil das organisatorisch nicht so hinhaut. Ja, sie kann von 8 bis 13 Uhr arbeiten. Ja, aber die haben aber nicht unbedingt immer diese Touren, die von präzise 8 bis 13 Uhr laufen. Gut, hier ist es so, da hat man sie gefragt, ob sie bereit wäre, eben, dafür muss man auch ausgebildete Pflegefachkraft sein, so, weil das eben auch gefährlich ist, wenn da Fehler passieren. Tabletten stellen und Berichte schreiben und so weiter, ob sie bereit wäre, dies zu tun. Und sie hat gesagt, ja, wäre sie zu bereit. Und ich habe dann nur, als sie das erzählt hat, gemeint, naja, das hat den Vorteil, wenn du im Büro sitzt, hast du pünktlich Feierabend. Vor allen Dingen haben die zu ihr gesagt, denen ist das egal, ob sie die Tabletten stellt zwischen 8 und 13 Uhr oder erst um 18 Uhr. Solange das für den nächsten Tag fertig ist, ist alles gut. Das ist natürlich nicht verkehrt. Na. Ja, sie hat sich ja auch ans Arbeitsamt gewendet. Aber ich meine, meine Frau als auch ich haben schon so für uns gesagt, das wird nichts bringen. Ne? Das Arbeitsamt kommt jetzt auch nicht schnell an sie heran. Ich meine, sie wollte mal nachhören, ob es eventuell auch eine Möglichkeit gibt, irgendwo anderweitig in den sozialen Bereich zu gehen. Da haben wir aber gewarnt, ja, sie fing so an, sie würde gerne was mit Obdachlos machen und so. Da haben wir zu ihr gesagt, für die ist ja jetzt schon nicht so wahnsinnig viel Geld da. Und wenn das uns wirtschaftlich noch schlechter geht, wird natürlich für solche Randgruppen noch weniger Geld da sein, ja. Bei der Pflege ist es ein bisschen anders. Da wird es enger gesehen, so nach dem Motto unserer Alten, ne, die haben das verdient, dass sie gepflegt werden, und das muss laufen halt. Und wir haben gesagt, dass wenn sie da so auf Sozialarbeiter macht, da Obdachlose irgendwie betreut, dass da wahrscheinlich der Verdienst geringer ist. Ne? Und wie gesagt, für das Ganze ist überhaupt nicht so ein Budget da. Ne? Und dann haben wir, und sie hat jetzt schon gemerkt, das Arbeitsamt ist da nicht so wild. Ich habe auch zu ihr gesagt, glaubst du, es melden sich viele Pflegefachkräfte da beim Arbeitsamt? Ich sage, brauchen die doch gar nicht. Die brauchen doch nur irgendwo in einem Unternehmen anrufen. Der Witz ist ja der, die Pflegedienste als auch die Spedition, die inserieren gar nicht mehr, dass sie Leute suchen. Weil so wenig Bewerbungen kommen, dass es viel zu teuer ist, da eine Anzeige zu schalten. Fette Wohnmobilbus. Die sagen sich, dann wird schon einer kommen, und so ist es auch. Du kannst bei jedem Pflegedienst anrufen und in jeder Spedition, und keine Firma wird sagen, nein, wir haben kein Interesse, bleib wo du bist. Alle werden einen einladen und mit einem reden, weil beide Branchen
Personalnotstand haben und durchaus daran interessiert sind, neue, gute Leute zu gewinnen. Naja, sie wird jetzt erstmal weitermachen, ist natürlich alles ein bisschen blöd, ne? Weil durch die Insolvenz kommt das Geld jetzt wieder vom Arbeitsamt. Gut, ist vielleicht nicht verkehrt, da kommt es wenigstens sicher. Aber ich habe auch gesagt, da kann man nicht mehr bleiben. Das geht einfach nicht. Das Ding fährt auch noch ein drittes Mal vor die Wand. Und wie gesagt, da gibt es kein... ich meine, gut, hier halte ich mal... also bin ich mir relativ sicher, dass die Frau, die das macht, ist keine Führungskraft. Wir haben ja vieles über die Jahre jetzt mitbekommen. Die ist zwar... Pflegedienstleitung, also dafür muss man, ich weiß nicht, ob man eine Prüfung dafür ablegen muss, also das nennt sich dann PDL, ne? Das ist also eine Stufe höher als die Pflegefachkraft. Ja, das hat sie gemacht, das hat sie auch, aber sie ist keine wirkliche Führungskraft, schon gar nicht jemand, der ein Unternehmen leiten kann, und deswegen wird das Ding immer wieder vor die Wand gehen. Na, was ist denn hier? Ja, kommt wieder überhaupt nicht. Ne? Na ja, geht schon langsam hoch der Verbrauch. Ja, runter war nur 13 Tonnen, aber rauf, jetzt ist die Karre voll. Ja, ich kann nur immer wieder staunen, dass diese großen Unternehmen immer wieder... Dann kriegen sie Bürgschaften vom Land oder vom Staat. Oder die kriegen so viel Unterstützung, ja, klar. Und die haben auch Macht, ne? Die sagen, ja, wenn ihr nicht kommt, dann machen wir die Bude zu. Ne? Und im Grunde ist es ungerecht. Ne? Du als kleiner Unternehmer, gut, da hingen nur anderthalb Arbeitsplätze dran. Aber ich bin damals nicht wegen... Missmanagement, also durch mein Verschulden in diese Situation geraten, sondern man hat eine Stadtsanierung beschlossen, die sollte über 2 Jahre gehen. Am Ende ging das ganze Ding über 5 Jahre und es war locker 2 Jahre lang die Baustelle direkt vor meiner Tür mit richtig schwerster Beeinträchtigung für meine Kundschaft, also um überhaupt zum Geschäft zu kommen und so. Und ja, vielleicht hätte man da was machen können mit dem Anwalt, wenn man viel Geld zum Streiten auf der Seite liegen gehabt hätte, aber hatte man nicht. Und wie gesagt, da bleibt einem nichts anderes übrig, als die Flügel zu strecken. Oh, wow, wow. Was hat er denn hier? Plattfüßchen? Jo, Plattfüßchen. Wie gesagt, das wird so, also das hat, wird solche Ausmaße haben, ne? Da machen sich viele gar keine Vorstellung. So viele, auch kleine Handwerksbetriebe, Maler, Anstreicher, Maurer, Gartenlandschaftsbau, ne? all die, ja, ganz viele Gewerke, die ganz, ganz früher diese Fabriken selber hatten, ja. Ich kann mich erinnern, ja, dass, was weiß ich, solche Firmen, die haben einen Trupp Maurer gehabt, Gärtner und so weiter, bis sie dann angefangen haben, erstmal diese Bereiche zu streichen und das, ja, Outsourcing, ja, also dann wurden diese Arbeiten vergeben an Firmen außerhalb. Das ist natürlich für das Unternehmen ein Vorteil gewesen. Sie haben sich die nur rangeholt, wenn da eben was zu tun war. Sie mussten keine Leute bezahlen, wenn da im Moment
nicht viel Arbeit war. Sie haben keine Probleme mit Krankenstand und Ausfall und so weiter. Allerdings ist es natürlich so, ja, man sieht es ja zum Beispiel an der Toilette, jetzt an der Leitstelle. Wie viele Wochen bin ich jetzt schon aus dem Urlaub zurück und die Toilette liegt und liegt da, dass, ja, weil die auch eben da keine eigenen Leute mehr fahren, sondern es wird irgendeine Firma machen und die sagt sich, naja, wir haben jetzt erstmal das Ding abgebaut und daneben gelegt, die Baustelle rennt uns nicht weg. Na, so arbeiten ja auch manche Handwerksbetriebe. Die machen dann so ein Hopping von einer Baustelle zur anderen, damit sie auf jeder Baustelle mal gesichtet werden von dem jeweiligen Bauherrn, auf gut Deutsch gesagt, ja, damit der ja zufrieden ist, so nach dem Motto, ah ja, die waren ja da. Ja, anstatt jetzt auf einer durchzuziehen, aber das ist nicht gut, weil würden sie auf einer durchziehen, dann würden sie auf der anderen nicht gesehen und ja, dann würde da schon wieder jemand anrufen, sagen, hey, was ist los? Also machen sie da mal 2 Stunden, dann fahren sie zur nächsten Baustelle, machen da 2 Stunden und ja, braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann so Dinge, die man eigentlich an einem Tag erledigen kann, sich über 3 Wochen hinziehen. Ja, wie gesagt, die Speditionsbranche wird es auch sehr, sehr hart treffen. Wenn ich so überlege, hier, der eine oder andere wird sich noch erinnern können, die Spedition Elflein, wo der Kollege aus dem Osten für fährt. Er ist noch gefahren, aber wie viele Autos haben gestanden, als da Corona war? Na, wie viele Autos haben gestanden? Unmengen. Unmengen Autos, die nichts anderes ja, als Auftrag hatten, eben immer mal für die Materialversorgung waren die zuständig. Und es ist ja heute so, die beschließen 100 LKWs zu bauen, dann ordern die 100 Teile und die müssen erstmal rangekarrt werden, weil es kaum noch Läger gibt. Ne? Und dafür sind dann diese großen Flotten eben vonnöten gewesen und ja, das wird noch interessant. Ja, dann wird immer gesagt, ja, die Herstellungskosten in Deutschland, die sind zu hoch. Ja gut, die Frage ist doch, war das nötig in der Vergangenheit, diese Wahnsinnsstundenlöhne zu bezahlen, diese Megaprämien zu zahlen? War das nötig? Ich weiß es nicht. Ich finde nicht unbedingt, nein. Mein Chef, der hat ja mal auf einer Weihnachtsfeier ganz am Anfang, hat er gesagt, ja, früher war es so, da bist du in eine Fabrik gegangen, da hast du, ich sag mal als Beispiel, 2000 D-Mark verdient und wenn du LKW gefahren bist, dann hast du 3000 D-Mark verdient. Ne? Also 1000 D-Mark mehr, weil du ja auch viel mehr Stunden da machst auf dem Bock. Und durch die Osterweiterung und so weiter, durch diese Grenzenöffnungen und durch diese Schwämme an polnischen oder überhaupt an Spediteuren aus dem Osten ist ja alles so, ja, ist die Branche ganz schön in die Knie gegangen und dass man heutzutage schon davon sprechen kann, dass es umgekehrt ist, ja, also die ganz Jungen, die Neuen nicht mehr, aber mein alter Staplerfahrer, der da war, der hat ja noch einen alten Vertrag gehabt, ja, der hat bestimmt 1000 Euro mehr verdient als ich, obwohl der nur einen 8-Stunden-Job da gemacht hat, halt, ne? Als Staplerfahrer. Also das ist schon... Und da ist eben die Frage, ob das nötig war. Ich meine, das war ja, es war eigentlich nicht nötig, denn wenn man sich überlegt, durch diese extremen
Löhne haben die ja nie einen Mangel an Leuten gehabt. Im Gegenteil, du hast ja da gar keine Stelle gekriegt, wenn du keinen kanntest. Du brauchtest ja Vitamin B. Ich meine, das hat sich mittlerweile natürlich gewandelt, weil es nicht mehr so üppig ist, wie es mal war. Und auch bei uns, wie gesagt, Kali und Salz und so ein, dieses Salzbergwerk, was bei uns ist, das ist ja eine große Firma, Kali und Salz, bei denen ist es ja genauso. Als ich vor über 20 Jahren hier nach Hessen gekommen bin, da hieß es ja Kali und Salz. Also wenn du bei Kali und Salz bist, dann hast du ausgesorgt, aber du kommst da gar nicht rein. Da werden die Arbeitsplätze oder die Lehrstellen, die werden weiter vererbt. Ja, also du musst schon jemanden dort haben, damit du eine Chance hast, überhaupt da reinzukommen. Ist nicht mehr. Nein. Weil sie aber auch nicht mehr diese fetten Gelder zahlen wie früher. Jetzt müssen die auch Plakate hinhängen und suchen. Vor allen Dingen sind ja auch, wer ein bisschen so guckt, was so los ist draußen, man muss sich doch nur mal anhören. Ne? Es gibt sie natürlich noch. Wenn ich sehe so die zahntechnischen Assistenten bei meinem Zahnarzt, das sind ja Mädels, die lernen diesen Beruf oder haben ihn gelernt, die arbeiten in dem Beruf, die machen einen guten Job und so. Da ist auch keiner und stellt sich hin, hier, ich will aber hier Work-Life-Balance haben oder was. Aber es gibt eine Menge, die, tut mir leid, die in meinen Augen nur rumspinnen. Ne? Die meinen, man könnte seinen Lebensunterhalt mit YouTube und so einem Gedöns verdienen. Nein, die wenigsten können das. Eigentlich so gut wie keiner. Da kann man ein bisschen Taschengeld machen, ja. Es gibt einige wenige, die Geld verdienen. Es gibt sogar einige wenige, die sehr viel Geld verdienen. Aber wie gesagt, auf die ganze Anzahl an Leuten, die da Videos machen, ist das ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Was sind das für Tendenzen, dass es so viele ungelernte Leute gibt? Das war früher die Ausnahme. Ich habe meine Frau kennengelernt, die, als ich sie kennenlernte, war sie arbeitslos. Warum? Weil sie war vorher Kranführerin gewesen bei der Henrichshütte in Hattingen. Die Henrichshütte in Hattingen, ein großes Stahlwerk, ist damals geschlossen worden, ist aber noch existent, weil die haben ein Museum daraus gemacht. Du kannst also Führungen machen durch Stahlwerk und dir wird alles gezeigt und so weiter. Also ein Teil davon ist abgerissen worden, da haben sich neue Gewerbe angesiedelt. Aber das Kernwerk, Waldstraße und so weiter, das haben sie alles bestehen lassen. Wie gesagt, ein Bekannter von mir, der arbeitet da als, ich hätte fast gesagt als Hausmeister, als Schlosser. Also da gibt es ja immer mal wieder was zu reparieren und der ist gelernter Betriebsschlosser und der hat es geschafft, da reinzukommen halt. Na, er betreut, glaube ich, noch so ein anderes Ding in Bochum. Da gibt es noch so eine Zeche, die auch quasi so Art Museumscharakter hat und da das betreut er noch mit und so. Auf jeden Fall hat die dort gearbeitet als Kranführerin. Er hat die Bude dicht gemacht. Ja, und jetzt ist es ja nicht so, als wenn man Kranführer wie Sand am Meer sucht. Vor allen Dingen so ein schwerer Kran, wo du eben ganz oben drin hängst und so und im Grunde deine 8 Stunden gar nicht mehr runterkommst, weil der Weg zum Pinkel viel zu weit ist. So, da habe ich sie kennengelernt und dann musste ich feststellen, dass sie keinen Beruf erlernt hat, ja. Die war so gestrickt, nee, ich wollte sofort Geld verdienen, ja. Ja, aber wie kurzsichtig ist das? Natürlich verdienst du dann, sagen wir mal so eine Berufsausbildung dauert ja so 3, 3,5 Jahre. Natürlich verdienst du in diesen 3 Jahren, wenn du direkt arbeiten gehst, mehr als das, was man als Auszubildender bekommt. Obwohl sich da ja viel getan hat.
Und wenn ich das jetzt so mitbekomme, was jetzt so Auszubildende bekommen in verschiedenen Branchen, und es war früher schon so, dass in bestimmten Branchen da schon echt immer üppiges Geld gezahlt wurde. Ich sage mal ein Beispiel, mein Stiefbruder, der hat Maurer gelernt, und die haben, sagen wir mal so, in der Ausbildung 500, 600 D-Mark gehabt und unser eins hatte 200 als Uhrmacher. Es war wirklich entscheidend, in welcher Branche du eine Ausbildung machst. Und ja, und wenn du zum Beispiel zur Polizei oder so gegangen bist, hast du 1000 Mark bekommen, ja, in der Ausbildung schon. Das sind natürlich Dinge, die reizen, aber man muss einfach mal auch weiterdenken. Du gehst jetzt als Helfer auf den Bau und hast natürlich mehr als derjenige, der Maurer lernt. Aber lass den mal ausgelernt haben. Dann verdienst du nämlich deutlich mehr als der. Und ja, ich finde einfach, so eine Berufsausbildung, ja, ich hätte fast gesagt, das gehört schon zur Allgemeinbildung dazu. Ne? Bin auch jemand, der immer gesagt hat, so ein Führerschein ist ja heutzutage auch schon fast so etwas wie Allgemeinbildung, obwohl, naja, da hat sich schon einiges im Laufe der Jahre geändert. Es gibt ja so reine Städter, ja, die von klein auf, von Kind auf, es gewöhnt sind, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Die Eltern haben vielleicht auch kein Auto, weil es nicht gebraucht wird, weil sie eben so extrem in der Stadt wohnen. Ja, okay, aber ich sag mal so, ein Führerschein als auch eine Berufsausbildung sind zweimal Sachen, woran andere, ich will gar nicht von Arbeitgebern sprechen, erkennen können, dass die Leute auch mal was durchgezogen haben, ne? Und durchgehalten haben und eine Prüfung bestanden haben. Aber es scheint eben wieder mehr geworden zu sein mit Leuten, die keine Ausbildung machen. Und das ist doch traurig. Das ist doch echt traurig. Es ist auch traurig, dass die ganzen Handwerksfirmen einfach keinen Nachwuchs mehr kriegen. Ne? Also ich sage euch, in 10 Jahren, da kannst du froh sein, wenn du selber was auf der Reihe kriegst. Ich meine, bei mir ist es zum Glück so. Ob ich es in 10 Jahren noch bringe, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es so, ich kann einiges und ja, man hat sich auch im Laufe der Jahre dann entsprechende Werkzeuge geholt und entsprechende Erfahrungen gesammelt. Also ich muss für, ja, ich sag mal, es gibt ja schon Leute, da ist so ein bisschen der Spülkasten undicht oder was, da müssen die den Installateur für kommen lassen. Und das, wo solche Firmen mal eben so 50, 60 Euro die Stunde kosten, ne? Verstehst du, ich gehe hin, ich kaufe einen Spülkasten für 20, 30 Euro und ja, fummel eine Stunde da rum, sag ich mal, und die Sache ist erledigt. Und die anderen, die müssen eine Anfahrt bezahlen, eine Stunde Arbeit, ja, da, und plus den Spülkasten, da sind es aber locker 150 los. Ne? Ja, und die Führerscheine, das habe ich jetzt gesehen, dass die Führerscheine, also unter 2.500 Euro kommst du nicht mehr an einen Pkw-Führerschein. Und wenn du ein paar Stunden mehr brauchst als Standard, ja, als Pflichtprogramm, bist du bei 3.000 Euro, sodass jetzt, so habe ich es halt in irgendeinem Bericht also mitbekommen, sodass jetzt schon die Politik angesprochen wird, weil ein Führerschein genau zum Luxusgut wird, ja. Somit auch eben die Mobilität. Ja. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Angelegenheit, denn wir brauchen ja Fahrer. Fahrer fehlen ja nicht nur hier auf dem LKW. Es werden auch Sprinterfahrer gesucht und so weiter und so fort. Warum? Eben wegen den ganzen Internetkäufen und so.
Wo man natürlich denkt, es ist irgendwo schlecht, die Leute bestellen, dann wird es wieder zurückgeschickt und so. Aber man muss Folgendes dazu sagen, das ist zwar schlecht für den ortsansässigen Handel, aber es ist doch so. Nehmen wir mal an, ja, was nehmen wir mal als Beispiel, was haben wir denn zuletzt mal gekauft? Puh. Ja, oder ist ja egal, ja, oder lass mich überlegen, was, ich weiß gar nicht, was wir irgendwie geholt haben, wo meine Frau dann gesagt hat, hier ist jetzt gekommen. Ich sag mal so, ja, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber egal, irgendein Artikel, ja, den ich in Bad Herr, also bei uns im Dorf, okay, da gibt es die Supermärkte, die Ärzte, die Zahnärzte, wir sind da eigentlich gut bedient, aber es gibt halt nicht alles. So, also ich müsste nach Bad Hersfeld fahren. 12, 14 Kilometer, je nachdem, wo in Hersfeld, eine Strecke, ja, also hin und zurück, knappe 30 Kilometer, Zeitaufwand, mit das Holen ungefähr eine Stunde. So, wenn man da mal ganz hart rechnet, dann ist es für einen selber viel günstiger, im Internet zu bestellen und dass die Ware einem an die Haustür geliefert wird. Da denkt man zwar auch im ersten Moment, oh, das ist ganz schlecht und so. Nein, ist es nicht, weil man muss sich vorstellen, da fährt ein Fahrzeug für ganz viele. Ja, für, ich sag mal, da bringt ein Fahrzeug 10 Leuten einen Artikel. Stellt euch vor, diese 10 Leute wären alle für sich separat losgezogen. Ist ja viel teurer und auch für unsere Umwelt viel schlechter. Also es ist schon okay. Ach, jetzt muss ich doch mal kurz ein. Viele finden ihn ja hässlich hier, diesen Suzuki Ignis. Was mir gefällt, ist bei dem Karren, der hat schöne Bodenfreiheit. Ich stehe auf Bodenfreiheit. Ich bin ein absoluter Fan von Bodenfreiheit. Ich finde so tiefgelegte Autos total daneben. Ne? Wo du, wenn da nur ein Krümmel auf der Straße bist, schon aufsetzt. Ja, ich weiß auch nicht, wo das alles so hinführen soll, was da noch so auf uns zukommt. Man hat da auch manchmal schon so die Gedanken, so nach dem Motto, Mensch, wird das alles laufen mit der Rente? Nein. Ist die wirklich sicher? Na? Ich meine, nun gut, jetzt haben wir natürlich noch so ein paar andere Absicherungsmechanismen uns mit der Zeit geschaffen, ja, meine Frau meinte letztes Mal, die einen sparen eben viel Geld an oder machen da mit Wertpapieren rum, also mit Aktien. Wir haben halt das Haus gekauft und eben auch sehr günstig, sodass es jetzt heutzutage viel mehr wert ist als das, was wir dafür bezahlt haben. Und ja, und haben im Grunde unser Geld da angelegt. Ne? Aber wir haben was gemacht. Leute, die jetzt nichts gemacht haben, na? Ich meine, mein damaliger Chef, der hat immer gesagt, Mieten ist Mist. Er selber ist jahrelang Mieter in einer Wohnung gewesen. Aber als wir dann hier nach Hessen kamen, hat er direkt gesagt, ich will nichts mieten, ich will ein Haus kaufen. Weil er hat immer argumentiert, Miete, das ist verlorenes Geld. Wogegen, wenn du kaufst, selbst wenn man mit Minus wieder verkauft, ist weniger Geld weg, als wenn man, also nehmen wir mal an, man hat so ein Ding für, wir machen ganz einfache Zahlen. Du hast ein Ding für 100.000 gekauft.
Oder machen wir es anders? Ja, sagen wir mal so, du bezahlst im Jahr 10.000 Euro Miete, genau. Und 10 Jahre lang sind ja 100.000, ja? 1.000 Euro Miete für eine größere Wohnung, jetzt Familie halt, im Monat und sind eigentlich 12.000 pro Jahr, sind also nach 10 Jahren 120.000. Wenn du jetzt ausziehst oder eben weggehst, die 120.000 sind weg. Die sind weg. Gut, du hast dafür gewohnt, aber die sind weg. Jetzt sagen wir mal, du kriegst es irgendwie hin, ein Haus zu kaufen. Und gut, viele zahlen natürlich bei der Rate zum Abzahlen mehr, als sie für eine Miete bezahlen würden. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber sagen wir mal, du kaufst jetzt das Haus für 120.000. Und selbst wenn du es noch nicht bezahlt hast nach 10 Jahren, ja, sagen wir mal, du hast erst 90.000 bezahlt, 30.000 sind noch offen, dann, ja, 30.000 noch offen, dann wirst du aber, und du musst jetzt unter Druck mit Verlust verkaufen, gut, es hat aber einen Wert von 120. Selbst wenn du nur 60 kriegst, ja, dann hast du 30.000 verloren, aber die 60.000, die hast du. Na, gut, dafür musst du dann vielleicht die Restsumme bezahlen, die noch offen ist, die 30.000, aber dann bleiben die immer noch 30. Das Geld ist einfach nicht weg. Ah, oh, hier, Geilomat. Das ist doch mein Ding hier. Ha, meine Farbe. Hat er schön selber gemacht. Meine Farbe, du. Ja, ich habe jetzt ein bisschen bei meinem rumgefummelt. Der ist jetzt nicht mehr Uni, Oliv. Vor allen Dingen, das ist das alte Oliv. Jetzt ist er bronzegrün angesagt. Und ich habe mich da ja verkauft. Ich wollte eigentlich so einen Eimer Oliv haben, habe aus Versehen bronzegrün gekauft. Jetzt muss ich mal sehen, jetzt muss ich mir nochmal so einen Topf mit Farbe besorgen. Aber ich model ihn langsam oben auf Fleck da an. Der brauchte das mal so ein bisschen, so eine Lacküberarbeitung. Da waren zu viele Stellen, kam das Weiße durch. Oh, er hat sich einen alten Ford Blazer, alten Dodge Ram mit H-Kennzeichen, du. Ach, der geht ab nach Polen, du. Na, ob das so alles passt? Das ist ein schweres Auto. Also so richtig schön läuft das hier nicht, ne? Ich glaube, ich fahre doch raus. Er hat sich zwar nichts zum Nachteil verändert, immer noch 12,16 Ankunft. Aber irgendwie, wo ich gerade sehe, arbeitet er jetzt mit einem Retarder hier, hohe Drehzahl, fast 2000 Umdrehungen, 1900 Umdrehungen. Meinem Kollegen ist jetzt der Retarder weggeflogen. Der hat eine mega Vollbremsung machen müssen und hat... Ich würde es jetzt nicht unbedingt tun, ich würde noch voll unten reinlatschen. Dann werden sowieso alle Systeme aktiviert, ja. Er hat aber auch noch volles Pfund am Hebel gezogen, also direkt ohne Umschweife in die höchste Stufe. Und hat also alles an Bremsleistung abgerufen, was abzurufen ist. Danach allerdings kam dann die Meldung, dass der gestört ist und... ja, der hat dann also mit Totalausfall geglänzt. Ne?
hat es dann natürlich noch nach Hause geschafft. Aber dann ist das Auto in Reparatur gegangen und ist, glaube ich, immer noch weg, weil ich habe es nicht auf dem Hof gesehen. Er hat ja diesen allerletzten gelben, die allerletzte gelbe Zugmaschine, wie ich früher auch eine gefahren bin. Ja, das heißt, angefangen mit dem gelben, dann gab es für 3 Jahre einen ganz neuen gelben. Ja, und danach kamen dann hier die weißen Kisten. Und wenn es dann irgendwann mal im nächsten Jahr eventuell ein neues Auto gibt, dann wird es ein roter. Das scheint jetzt die neue Farbe zu sein. Ich verstehe das zwar nicht, warum mein Chef da so einen Schwenk gemacht hat. Vielleicht, ja gut, sagen wir mal so. Ich glaube, weil er hat ja 2 gekauft, die hatte sich eine andere Firma bestellt. Deren Farbe ist rot. Das ist eine Firma aus Thüringen. Und jetzt wollte er die ja nicht umlackieren lassen. Und irgendwie scheint ihm das gefallen zu haben mit dem Rot. Und dann hat er die Entscheidung gefällt, alle weiteren Autos werden eben auch rot. Weil das ein bisschen verrückt ist allerdings, wir haben rote mit blauer Schrift, mit schwarzer Schrift, mit blauem Grill, mit schwarzem Grill. Am allerschönsten finde ich mit rotem Grill, also komplett alles rot. Ach, wisst ihr was? Ich fahre hier raus. Komm. Vor allen Dingen, wir wissen ja gar nicht, wo es morgen hingeht. Dann haben wir nämlich eventuell diese Fahrt gar nicht mit drin. Ja, morgen, was habe ich gesagt? Morgen. Ah, obwohl, morgen könnte es auch hier lang gehen. Aber gut, dann machen wir was anderes mit den Videos. Wir auch mal schauen. Wir fahren einfach mal runter. Ja, hier, der untere hat sofort schon umgerechnet. 4 Minuten oben drauf ist okay. So, ich muss mal wieder schauen hier jetzt. Ja, perfekt. Er macht zu da. Da kann ich natürlich schön rausziehen. Fahren wir einfach mal hin. Ja, obwohl das obere hat es jetzt auch genommen. Ach, und ich finde es immer so klasse. Diese Baustelle wird hier wieder angezeigt auf dem unteren. Na. Mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr, dass ich da keine LKW-Parameter mehr eingehe. Gut, ich muss schauen bei Ausweichstrecken, ob die wirklich dann immer passen für mich, eben für einen LKW. Einmal haben wir ja diesen Verriss da letztens gehabt, aber so kann ich gut damit arbeiten. Und ich hätte natürlich zum Chef sagen können, hier, aber ich möchte es für mich privat haben. Wenn er mir das bezahlt, die 150 Euro, dann muss ich es im LKW lassen. Dann muss ich es quasi den Kollegen, und ich weiß ja oft nicht, wer nach mir fährt, zur Verfügung stellen. Und da bin ich ehrlich, das möchte ich nicht. Nee, das ist, wir können das gut auch gebrauchen, wenn wir in Urlaub fahren, weil unser Altes bringt das nicht mehr. Und ich bin da eigentlich ganz happy. 150 Euro fand ich jetzt nicht so teuer. Das Gerät, bis auf ein paar kleine Kratzer hinten, also das Display, absolut keine Kratzer, weil da immer Folie drauf war. Und ja, der Akku ist okay und es funktioniert. Es macht das, was es soll, eben mit den Angaben hier, mit Baustellen und Staus und pipapo. Was will ich mehr? Da habe ich auch am Montag zu dem Arzt gesagt, ich sage, meine Fresse, ich habe ja noch die Zeiten erlebt, wo du dir alles vom Hausarzt aufschreiben konntest. Gut, und ganz jung ist der auch nicht mehr. Ich denke mal, 50 wird er auch sein. Er wird auch sich noch daran erinnern können, wie das früher so war. Wie gesagt, was ich schon gehört habe, ich selber habe das nie genutzt. Wenn man selbstständig ist, da rennst du nicht alle Nase lang zum Arzt. Ne? Und
Und es ist also so, da die Leute haben sich alles aufschreiben lassen. Heftpflaster, ach Kerle. Ich habe sogar von so Sachen gehört, wie haben sich eben als Therapie Wein aufschreiben und so weiter und so fort. Naja, und dass so ein Dingen nicht auf Dauer geht, das war klar. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Jetzt muss er alles aus eigener Tasche bezahlen. Ey. Ich habe am Montag habe ich Zusatzleistungen für 79 Euro in Anspruch genommen. Weil meine Frau meinte, komm, mach das mal, lass mal Ultraschall machen, Nieren checken und so. Aber zu der Vorsorgeuntersuchung gehört es nicht dazu. Ich musste es aus eigener Tasche bezahlen. Ich mache das auch nicht jedes Jahr. Aber wir haben gesagt, komm, dieses Jahr mache, also alle 2 Jahre mache ich das halt mal. Und naja, er meinte nur hinterher eben TÜV bestanden. Und, aber man muss sich überlegen, aus eigener Tasche. Das kannst du dir nur leisten, wenn du vernünftig Kohle verdienst. Wenn du voll am Knapsen bist, kannst du nicht eben mal 80 Euro für... Ne? Oder mein Bekannter da aus Bielefeld, der hatte ja eine... Das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber er war damals so mental in einer Phase da, konnte man ihn auch nicht gut danach fragen. Also er hat mir erzählt, er hat da diese Krebserkrankung und so. Und er musste also ein MRT mit 500 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Nun kann er sich das cool leisten. Der hat zu D-Mark-Zeiten hat er schon 10.000 Mark im Monat verdient. Also das ist nicht das Thema. Vor allen Dingen, er wurde da auch ein bisschen pumpig insofern. Er hat gesagt, Mensch, ich hab, weil der hat großes Pech gehabt. Der hat einen Hund gehabt. Der war gerade mal nicht mal 2 Jahre alt. Der hat sich verletzt und infiziert irgendwo im Wald mit so einem, ich weiß gar nicht, ob es Bakterien, Virus, auf jeden Fall mit ja so eine Art Wundstarrkrampf. Also der Hund hat stocksteif in der Bude gestanden, konnte sich nicht mehr rühren, war aber geistig da, ja. Aber konnte sich nicht mehr rühren. Und dann sind die in der Tierklinik und haben alles versucht. Am Ende hat der Mist 4.000 Euro gekostet. Ich meine 4.000 Euro. Und der Hund war trotzdem tot. Und als ich zu ihm sagte, Mensch, wie kann das sein, dass du 500 Euro für ein MRT bei dir bezahlen musst? Da sagt er nur so, ja, das war nun mal nötig, ist mir egal, ich habe 4.000 Euro für einen Hund ausgegeben, da kann ich auch 500 Euro mal für mich ausgeben. Natürlich kann er das machen. Ich habe es noch nicht verstanden, ja. Ich meine, bei mir damals bei der Schulter, da hat der Typ gesagt, wir können oder müssten oder sollten noch ein MRT machen. Das machen wir aber nur, wenn Sie sich jetzt von vornherein dazu bereit erklären, sich operieren zu lassen. Und da habe ich gesagt, nö. Da bin ich nicht so bereit. Also gab es auch kein MRT. Ja, aber wenn ich gesagt hätte, ich bin bereit, dann hätten die das MRT gemacht, hätte ich natürlich nichts für bezahlt. Na. Ja, ist schon. Da habe ich nur zu dem Arzt gesagt, ich sage, jetzt wo ich älter bin oder alt bin oder wie man das auch immer sehen will, jetzt wo ich öfter als früher mal einen Arzt benötige, jetzt kriegst du kaum noch Leistungen, wird kaum noch was bezahlt, muss vieles aus der eigenen Tasche latzen und, also... Ich sag, da ist schon großer Mist. Ich meine, ich bin jetzt nicht böse darum, dass es in der Vergangenheit, wo ich, sagen wir mal, vor 20 Jahren, als ich noch 45 war oder was, dass es da keine
Krise gab, ja, keine richtig harte Krise, bin ich jetzt nicht böse drüber. Aber ich habe das schon mal gesagt, der Vorteil ist, man ist doch jünger, ne, man hat weniger Maläste, man kann mehr leisten, man ist fitter und so weiter. Also kann man wahrscheinlich auch eine Krise besser wegstecken. Jetzt, ja, wenn man alt ist und man ist im Grunde auf die sozialen Systeme angewiesen, weil man selber gar nicht mehr so was erwirtschaften kann, naja, das bereitet einem schon manchmal Gedanken, ne? Der hat hier zwei alte amerikanische, also rechts ist da einer, ihr könnt es leider nicht sehen, der hat da zwei alte amerikanische Militär-LKWs, der hat so Moskvitsch, also der hat einiges an ausgefallenen alten Militärfahrzeugen, ich weiß nicht, was der damit macht so, aber er hat sie. Knusprige Hähnchen, ja. Ja, knusprige, ein knuspriges Brathuhn werden wir auch haben am Samstag. Ich hoffe nur, dass dieses Mal die Zwiebelbrötchen wieder so sind, wie man sie gewöhnt sind und nicht nur, dass die, also letzte Mal waren die Brötchen so, da konnte man sagen, die haben eine Zwiebel vom Weiten gesehen. Wir legen ja immer Wert darauf, dass die Getränke gepackt werden. Am Anfang haben die das nicht gemacht. Dann haben sie dir die Zwiebelbrötchen zu den normalen und Rosinenbrötchen dazu gepackt. Da haben hinter die normalen Brötchen als auch das Rosinenbrötchen total nach Zwiebel gerochen. Ich will jetzt nicht sagen geschmeckt, aber gerochen auf jeden Fall. Die haben unheimlich den intensiven Geruch angenommen. Und das hat uns doch gestört. Und da haben wir gesagt, bitte, obwohl so eine, ich will nicht von einer Fachverkäuferin sprechen, das sind irgendwelche Frauen, die da arbeiten. Alter, sag mal, geht's noch? Ja, und dann fahren sie einem fast über die Ecke. Ey, Mann, warum hat er nicht gewartet? Warum hat er nicht hier überholt? Natürlich, nachdem der LKW vorbei ist. Hier jetzt. Hier hätte er doch ganz anders überholen können, ne? Mit super Sicht nach vorne, naja, ist aber keiner gekommen, Glück, zum Glück für die. Hansaflex. Ach, gestern bin ich wieder ins Fettnäpfchen getreten, ey. Meine Frau und ich sitzen im Wohnzimmer so irgendwie und gucken da gerade Video, ich glaube Seven vs. Wild oder was, ich weiß es nicht, irgendwas haben wir geguckt und auf einmal geht die Klingel und man kann so rausgucken und je nachdem, wenn die Leute nicht zu dicht an der Tür stehen, kannst du sehen, dass da jemand steht. Und ich sehe nur irgendwie ich hätte es nicht mal beschwören können, dass es sich um eine Frau handelt. Ich sehe also, aber ich habe es schon für eine Frau gehalten, so jemand mit Kappe auf und so. Und da sage ich so zu meiner Frau, hör mal, geh du mal zur Tür, da steht eine alte Frau. Scheiße, da steht eine alte Frau. Die alte Frau ist eine sehr, sehr gute Bekannte von uns, die ja nur ein paar Häuser weiter wohnt. Allerdings, das sind die mit dem Haus am See und die dann eben halbe Jahr halt nur im Dorf sind. Und was macht meine Frau? Boah, da habe ich es aber hinterher für gerügt. Geht raus und sagt, hör mal, was man da gerade gesagt hat, da steht eine alte Frau. Du. Gut, zum Glück haben sie beide gelacht, aber weiß ich jetzt nicht, ob sie das jetzt wirklich lustig fand. Na, ich weiß es nicht. Geht da mal hin, da steht eine alte Frau, ey, und dann.
Ja, ich muss sagen, gestern war ja richtig gut. Kein Stress auf Hin- und Rückweg. Heute muss ich zugeben, auf dem Hinweg war schon wieder, hat mich schon wieder so ein bisschen die Müdigkeit geplagt. Aber ich habe jetzt auch was gelesen, wenn man einmal raus muss nachts, das wirkt sich nicht aus. Das ist okay, das kann mal sein, das ist alles gut. Aber musst du zweimal raus und die haben gar nicht mal jetzt gesagt, bezogen auf 6 Stunden Schlaf oder bezogen auf 8 Stunden Schlaf, wo ich ja auch noch einen Unterschied sehe, ne? Wenn ihr jetzt bei 8 Stunden zweimal raus musst oder bei 6 Stunden zweimal raus. Auf jeden Fall, die haben gesagt, musst du mehr als einmal raus, wirkt es sich durchaus auf den nächsten Tag aus. Na, man hat dann eben eventuell das eine oder andere Problem mit der Konzentration oder so. Ui, 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 ui. Das war jetzt nicht so schön. Ein bisschen die Äste mitgenommen. Naja. Aber das ist das, was ich letztens gesagt habe. Einmal, ich habe einmal nur hier runtergeguckt, schon kommst du ein bisschen nach rechts. Und es ist einfach so, das Bankett ist so weich, da geht es direkt ab. Ah, ich denke mal, naja, ein bisschen die Äste mitgenommen. Deswegen ganz ehrlich, wenn es jetzt ganz kritisch würde, so hier im Begegnungsverkehr, da bleibe ich lieber den Ticken weiter links und riskiere, dass es gegen den Spiegel knallt, als dass ich zu weit nach rechts fahre und ja, mir der Karren hier in den Graben geht. Ne? Auch so ein Spezialist für die Kurve, du. Solche Klamotten haben wir gemacht als ja, in Anführungsstrichen, lebensmüder Youngster. Heutzutage, ne, kein Stück. Solche Aktionen machen wir nicht mehr. Ja, 9 Minuten müsste gerade eben reichen. Machen wir mal. Das ist jetzt nicht die. Ist zwar die Kippe zum Feierabend, aber leider kein Wochenende. Den kleinen Fauxpas sehen sowieso nur ganz wenige. Eben die wenigen, die sich die Videos bis zum Ende anschauen. Deswegen, wenn so Klopper am Ende vom Video sind, dann ist das noch ein Unterschied, als wenn sie jetzt am Anfang sind.
am Anfang, da würde ich drüber nachdenken, es wegzuschneiden. Am Ende ist egal. Hier, Theater. Genau, da ist so eine Theatergruppe in der Kneipe. Ja, scheint doch immer eine Vorstellung zu sein. Wir hatten ja sogar bei uns im Dorf ein Schuhgeschäft. Aber der hatte noch eine Filiale in Heringen. Da hat er, glaube ich, erst bei uns zugemacht. Ich glaube, mittlerweile gibt es die Filiale in Heringen nicht mehr. Irgendwie, der Bursche scheint mir satt zu sein. Ne? So ist das ja. Da erben die Jungen die Unternehmen. Dann gucken die sich das an. Die Unternehmen, ja, werfen vielleicht nicht mehr so viel ab wie früher, weil das ganze Kaufverhalten sich auch geändert hat bei den Leuten. Und ja, dann machen sie Bude zu, ne? In der Regel sind das ja Familienunternehmen, die haben sich dann über die Jahre Immobilien zugelegt und so. Und ja, machen dann nur noch das. Verwaltung ihrer Immobilien. Naja, ablaufen muss ich die rechte Seite gleich einmal. Mal schauen, ne? Nicht, dass da, wenn da was ist. Ich gehöre zu denen. Wenn ich da irgendeinen Scheiß gebaut habe, dann gehe ich da ganz offen mit um. Da gehe ich hoch an der Theke und sage, ich habe Scheiße gebaut. Tut mir leid. Nein. Und sage, dass ich es war, weil bei mir muss sich kein anderer meine Schuhe anziehen. Schön wäre es natürlich, wenn es auch auf der anderen Seite so wäre. Ist es leider nicht. Nein. Bin schon hier zum Auto gekommen und habe dann nachts gesehen, dann, ja, was weiß ich, Beulen hinten in der Rückwand. Und keiner war's, ne? Ich weiß gar nicht, wozu die hat. Ich glaube, die schneiden das hier alle weg. Für diese Verlegung vom Glasfaserkabel. Der hat auch schon hinten bei uns an der Firma gearbeitet. Mit seinem Bagger. Und hier ist sein Privat-PKW. Oder nicht privat, ja. Das heißt, zumindest gehört der Wagen dazu. Ja, ich glaube, die schneiden die Bäume weg, weil sie halt irgendwie den Graben da an den Hang legen oder was, wo das Kabel reinkommt, und alles, was am Bäumen stört, muss weg. So, einmal durchlüften. Wir wollen ja kein verqualmtes Auto abstellen.
Ich möchte auch kein verqualmtes Auto haben, wenn ich nachts komme. Meine Erwartungshaltung ist immer die, dass ich das Auto so bekomme, wie ich es abgestellt habe. Leider ist das manchmal nicht der Fall. Na? Achtung, Radarkontrolle, stand da so ein kleines Schild, ey. Naja, wer es glaubt, ne? Ja, 12:22, können wir nicht meckern, alles gut. Ein und zu Hause. Meine Frau hat heute einen Arzttermin, die kommt dann erst um 2 Uhr wieder. Aber sie hat gesagt, ich soll warten. Sie will, dass wir zusammenlaufen mit den Hunden. Ist auch okay, kein Problem. Ja, ihr seid noch da, alles gut. Ach, das ist schon eine Verbesserung. Also früher so mit dem Hin- und Wiederausfall der Technik, das war nicht schön. Ich habe ja immer noch die alte Kamera. Ich werde sie eventuell Theo vermachen, habe ich so überlegt. Ich meine, noch ist er zu klein. Aber wenn er ein bisschen älter wird, so mal, ne? Ob das Ding jetzt rumliegt oder er nimmt die 1,55 der Diesel. Boah. Man freut sich ja über einen niedrigen Dieselpreis, aber da der ja auch immer mit der Wirtschaftslage zusammenhängt, muss man das natürlich kritisch sehen. Ne? Ein extrem niedriger Dieselpreis spricht natürlich für eine stark lahmende Wirtschaft. So, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.